Ja, bitte. Ja. Ja, 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 ich muss jetzt hier. Ja, es ist. Fun, ja, genau, Funlibi. Ja, muss ich jetzt kurz mal aufnehmen? Ja, ich. Genau, ich bügel. Ja, ich bügel später. Das ist sicher, klar. Bügeln. Warum denn nicht, Leute? Wie gesagt, Funlibi jetzt, ne? Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Funlibi Sandbox Mode Planet Coaster. Es ist Samstag. Liebe Freunde, es ist wunderbares Wetter hier in Funlibi, eigentlich fast immer, aber auch da draußen. Deswegen hoffe ich, dass ihr einen schönen Tag verlebt und vielleicht erst Funlibi heute Nacht guckt, wenn die Sonne nicht mehr so hell ist. Denn jetzt könnt ihr rausgehen und einfach mal ein bisschen Spaß haben. So wie wir hier jetzt. Also heute Abend oder so. ja, eine kleine Einführungsrunde hier mal wieder durch meine kleine Bahn. Wir waren lange nicht mehr hier drin. Ich hatte mir gedacht, wir gucken uns das nochmal ein bisschen an hier. Wir gucken uns das nochmal kurz an. Wir fahren nochmal eine Runde durch den Adventure Ride. Aber keine Sorge, wir gehen natürlich jetzt gleich über zum Bauen. Aber ich wollte einfach nochmal gucken, wie es hier drin aussieht. Hat sich was verändert? Nein, es hat sich nichts verändert. Es ist immer noch der Adventure Ride. Und ja, in dieser Folge geht es weiter mit dem Hotel. Und ich kann schon mal sagen, ich habe mich echt, also mit dem Hotel tue ich mich so schwer. Unfassbar. Unfassbar. Ich weiß nicht warum. Ich habe mich da verrechnet, glaube ich. Mit der Größe und auch mit der Struktur. Aber das werden wir nachher nochmal sehen. Ich werde jetzt hier, heute werde ich viele, viele Fenster anbringen. Es wird viel an der Außenfassade gearbeitet. Es werden schon ein paar Dächer gelegt, so dass, ja, schon mal erkennbar wird, wo es denn hingeht mit diesem Fantastico Hotel. Ich weiß doch gar nicht, ich will das natürlich oder würde gerne das ganze Hotel natürlich in den Workshop stellen. Jetzt ist mir gerade die Grenze abhanden gekommen. Ich meine aber, es sind 4000 Teile. Ich gebe mein Bestes, da drunter zu bleiben. Ansonsten stelle ich es eben mit 4000 Teilen in den Workshop. Und die Teile, die dann fehlen, die müsst ihr selber noch adden oder so. Keine Ahnung. Das Problem ist aber auch natürlich, wenn ihr euch das Hotel dann irgendwo in den Park stellt, es ist natürlich, das Hotel hat ja eine Bindung an gewisse Wege. So zum Beispiel die Wege unter der unter den Arkaden vorne, dann natürlich die Wege hier, gerade der Rundweg jetzt hier, der an dieser runden Wand vorbeiführt, ist natürlich sehr prägend und man kann da natürlich einfach einen Garten hinbauen, wenn man es jetzt irgendwie, wenn man keinen Weg hinbauen möchte, ist natürlich vollkommen legitim, aber es hat natürlich eine gewisse Struktur, die jetzt eben an meine Main Street angepasst ist. Das heißt, entweder ändert ihr sie ab und baut das Hotel um oder ihr baut eben die Landschaft dementsprechend. Das ist euch ja allen selber überlassen, liebe Freunde. Ganz klar. Ja, was ich hier gerade versuche, ist die Fenster zu kopieren und zu verschieben. Es ist eine Heidenarbeit, weil man, wenn man, ich habe ein Gebäude ist das, glaube ich, was jetzt hier die ganzen Fenster und Gedöne beinhaltet. Das hat irgendwie schon 800 Teile. Und wenn man dann einen Rahmen drum legt, hat man immer irgendwelche Teile noch mit dabei, die man aber nicht verschieben möchte. Es ist immer ein Heckmeck. Es ist immer ein eindeutig nervtötendes Heckmeck. Ja? Aber ich habe es einigermaßen geschafft, jetzt hier erstmal die Fenster an diese Front zu bringen. Und natürlich, hier wird noch verziert zwischen den Fenstern, da ist momentan ja noch viel Platz. Und da muss ich sehen, dass da auch der richtige Abstand noch gewählt wird, der ja momentan, glaube ich, noch nicht so richtig hundertprozentig ist. Es ist momentan die Mitte der jeweiligen Wände, aber die linken drei Wände sind nicht gleich lang wie die rechten zwei Wände. Somit muss ich da nochmal ein bisschen wahrscheinlich verschieben. So, dann kam ein großes Problem. Dieses verdreckte Dach hier nämlich. Was soll ich hier machen, habe ich mir überlegt. Wie soll ich hier das Dach zumachen? Ich kann dann Giebel machen, sieht aber dann hier scheiße aus, weil dann hier so ein kleiner Überstand ist. Da habe ich gedacht, ja, was machst du jetzt? Ich habe wirklich lange überlegt. Ich habe wirklich bestimmt, wenn man die Zeit, die ich im Bett lag und überlegt habe, mitrechnet, weiß ich nicht, paar Stunden lang überlegt und dann kam mir diese Idee hier, nämlich daraus
einen kleinen Balkon zu machen, einen weiteren. Hat zwei Vorteile. Ich habe dieses Problem mit dem Dach nicht. Das kann ich so umgehen. Ja, dann habe ich hier hinten diese. Und es kommt dann auch raus. Es ist hier viel zu eng. Das meine ich eben mit Struktur des Hotels. Es ist viel zu eng geworden hier an manchen Stellen, um da ein vernünftiges Dach draufzusetzen. Aber gut, ich habe es versucht zu lösen. Werden wir nachher natürlich nochmal sehen. Nämlich habe ich jetzt hier einen Balkon und noch eine kleine, so einen kleinen Turm hingebaut. Es ist die einzige Lösung, die mir letztlich einfiel und mir gefiel. Ich habe wirklich etliches ausprobiert. Das seht ihr natürlich jetzt hier nicht. Es war nervig. Sagen wir, wie es ist. Es war recht nervig. Und ich hatte dann echt irgendwann, habe ich mir gedacht, boah, was machst du da? Das kann ja nicht wahr sein, dass du jetzt hier nicht weiterkommst bei diesem Kackhotel. Ich war schon kurz davor, es wieder komplett abzureißen. Beziehungsweise, nein, war ich nicht komplett abzureißen, aber hier die ganze Struktur der runden Wand zu ändern. Das liegt ja nur an dieser runden Wand und an dem runden Weg, dass man hier so lange rummeandern musste. Aber jetzt, wie gesagt, habe ich dann diesen Balkon gebaut und bin damit einigermaßen zufrieden. Hier musste ich ein bisschen tricksen mit den Geländern, weil das eine Geländer viel zu lang war und das auch blöde aussieht. Zum Glück passt dieses hier einigermaßen hin und muss dann eben hier auf der Seite ein bisschen verlängert werden und dann geht das. Dann hat das einigermaßen denselben Charakter wie unten der größere Balkon mit dem Whirlpool. Ja, das ist hier mit dem Theming ist es jetzt hier natürlich noch lange nicht getan. Da kommt noch einiges dazu. Sieht jetzt noch ein bisschen kahl aus. Wird aber, Leute, natürlich wird da noch mehr drankommen. Ich muss mir da noch mit den Fenstern was überlegen, weil die Fenster, die jetzt hier die Standardfenster des Hotels mimen, natürlich nicht an diese kleinen Wände rankommen können. So, dann hier das nächste Problem mit dem Dach. Hier habe ich mich jetzt aber dann für diesen normalen Endgiebel entschieden. Wie nennt man das Endgiebel? Ich nenne es Endgiebel. Wenn andere das anders nennen, dann sollen sie es gerne tun. Wir leben in einer freien Welt, in der man Dinge benennen darf, wie man gerne möchte. Ich nenne Hunde auch Pferde. Das ist ganz klar. Also wenn ich ein Pferd meine, dann meine ich eigentlich einen Hund. Das führt zu Verwirrungen, aber ja, Hunde sind für mich Pferde. So ist es halt einfach. So, ja, also hier jetzt das nächste Dachproblem. Oh Gott, diese Dächer, ne? Es ist ein Heckmeck. Ich hatte auch kurz überlegt, jetzt die ganzen Dächer hier wieder wegzumachen und sie selber zu bauen mit diesen kleinen Dingern. Dann habe ich mir aber gedacht, nee, das kannst du auch nicht bringen. Dann sind einfach wieder 5 Milliarden Teile verbaut, die da nicht hingehören sollen. Die nicht müssen zumindest. So, jetzt habe ich hier das Problem, da ist so ein Giebel, ne? Auf diesem einen Dach ist so ein Giebel, habe ich jetzt oben hingemacht. Kann ich aber nicht an diese Struktur in der Mitte, kann ich diesen Giebel nicht machen. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Hoffe ich, dass ich das noch, weiß ich noch nicht, wie fixen kann. Oder dass es, naja, vielleicht ist es auch nicht so schlimm. Wenn man von der einen Seite guckt, sieht man ja den Giebel von der anderen Seite nicht, dass da einer ist. Und andersrum. Also von daher ist vielleicht nicht so tragisch. Deswegen, ja, muss ich nochmal. Also, das ist ja wirklich unfassbar. Übrigens, Entschuldigung, dass die Folge heute nicht genau um Punkt 3 Uhr kommt. Wir haben jetzt gerade 14.16 Uhr, wo ich das hier gerade einspreche. Das heißt, ich muss das gleich noch hochladen. Das könnte so 4 Uhr werden, ehe die auch dann komplett bei YouTube verarbeitet wurde und in einer annehmbaren Resolution zu sehen ist. Resolution. Ja? Resolution ist, glaube ich, im Deutschen was anderes. Und man nennt es im Deutschen dann die Auflösung. Aber das wisst ihr bestimmt, dass dieses Problem der Resolution und der Resolution und der Auflösung dieses Dreiecks. So, hier habe ich mich umentschieden, den Eingang. Nein, ich habe mich entschieden, den Eingang umzuentscheiden. Der kommt nämlich jetzt hier hin, weil da in dieser Ecke finde ich ihn blöd. Das sieht blöde aus. Ist komplett bescheuert von mir gewesen. Der kommt jetzt hier mittig an diese Wand. Und damit habe ich auch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, denn man verkleidet natürlich den Eingang dann noch ein bisschen. Wie gesagt, das Hotel ist noch lange nicht fertig. Das wird in der nächsten Folge, hoffe ich, fertig werden. Ich gebe mein Bestes. Und dann habe ich nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe hier vorne geschlagen, denn ich kann dann den Weg, der in dieses Hotel führt, auf diesen Rundweg, wo das Kettenkarussell in der Mitte steht, führen und habe damit vielleicht schon ein bisschen Theming, Anleihen zum Theming in diesem Bereich dabei. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Satz anfing. Vielleicht habe ich ein Problem mit verschachtelten Sätzen, ich weiß es nicht. So, hier musste ich erstmal vieles auswählen. Ich hatte Glück,
Ich habe mich nicht vertan und es, die Auswahl wieder aufgehoben. Ach, das war schön. Ein Erfolgserlebnis sondergleichen. So, damit ich hier die Türme schon mal ein bisschen bespaßen kann, bethemen kann. So, dann kamen hier noch ein paar Arbeiten, die gemacht werden müssen, weil die Türme hier anders sind als die anderen Türme. Und man muss immer, das ist sowieso hier bei dem Hotel, habe ich das wieder gemerkt, es ist alles ein bisschen schief. Aber das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, kein Bau dieser Welt ist komplett immer in einem gewissen Winkel in sich selber aufgebaut und gerade. Somit ist auch dieses Hotel nur eine Spiegelung der wahren Gebäudestrukturen dieser Welt, möchte ich meinen. Ach Gott. Ja, ich habe mich, glaube ich, auch verrannt mit den Lichtern, aber das werden wir nachher sehen. Es sind jetzt echt viele Lichter nachher da dran. Aber gut, was soll's, oder? Ich habe halt damit angefangen und ich muss es ja auch einigermaßen gleich halten. Natürlich könnte ich noch ein paar Lichter wegnehmen, aber irgendwie habe ich ja auch in der letzten Folge schon mal erwähnt, das ist nun mal ein Hotel. Deswegen sieht es halt auch relativ gleich aus an vielen Stellen. Finde ich aber halt, wie gesagt, da das eben so ein Hotel ist, finde ich das legitim. Ich versuche die Struktur aufzubrechen, indem ich Balkone einbaue, indem ich die Arkaden eingebaut habe, indem ich Türme einbaue, indem ich dumm bin und irgendwas einbaue, was da nicht hingehört. Ne, solche Sachen. Ich versuche natürlich, die Struktur aufzubrechen, auch durch diesen Biergarten hier vorne. Bekommt das eben dann noch einen ganz anderen Charakter, als wenn es jetzt nur gerade Wände wären und davor nichts und so. Deswegen, das geht schon. Wir sind ja auch noch nicht fertig. Wir können das, glaube ich, erst wirklich bewerten, wenn dieses Hotel fertig ist. Und dann gucken wir mal, ob es uns denn einigermaßen gefällt oder nicht. Bis jetzt, wie gesagt, kann man absehen, wohin es geht, aber die finale Struktur ist eben noch nicht 100%ig ersichtlich. Und deswegen warten wir da noch einmal ein bisschen. Ich hoffe, wie gesagt, in der nächsten Folge das Hotel hier komplett fertigzustellen und vielleicht schon mit der Main Street ist, glaube ich, mein nächstes Ding. Wobei, ich werde das hier erstmal themen, den Bereich hier am Kettenkarussell will ich noch fertig themen. Das gehört ja eigentlich dann auch mit zum Hotel und im Eingangsbereich von dem Hotel. Und dann möchte ich gerne die Main Street fertigstellen. Das wird dann wahrscheinlich auch noch mal ein paar Folgen dauern. Und dann muss man noch bei den Teetassen was machen. Und dann könnte man irgendwann auch mal ein neues Themengebiet vielleicht mit einer Achterbahn starten. Ich bin gespannt. Ich habe eigentlich ziemlich Lust, mal endlich eine Achterbahn in diesem Park zu bauen. Die Frage ist allerdings, wann ist die große Eröffnung? Also die Main Street muss auf jeden Fall fertig sein. Die Main Street muss fertig sein bei der großen Eröffnung. Die Frage ist, ob schon ein weiteres Themengebiet noch dazugehört oder ob ich die große Eröffnung feiere, wenn nur die Main Street fertig ist, quasi mit den drei Rides, die jetzt da sind. Das ist die große Frage. Eigentlich ist es auch vollkommen egal. Die große Eröffnung nenne ich das hier. Bring ihr erst einen Arsch offen oder was, du Knalltüte. Na, es ist ja keine große Eröffnung. Ich will nur einfach mal, dass Leute hier den Park besuchen und mal sehen, ob das mit den Wegen alles passt und so. Und ob die irgendwo durchlatschen und wie das alles aussieht. Das möchte ich halt endlich mal in Erfahrung bringen. Natürlich mit euch zusammen. Das werden wir natürlich in einer Folge zusammen besprechen. Und ja, also die große Eröffnung ist natürlich sehr an die große Glocke gehängt. Ja, gehört da noch ein anderer Bereich dazu? Ich weiß es nicht. Ein anderer Bereich wird natürlich auch wieder einige Folgen fressen. Ich weiß auch noch nicht, mit welchem Bereich ich anfange, wo welcher Bereich hinkommt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich glaube, dieser Main Street-Bereich wird abgeschlossen sein mit diesen drei Rides. Da kommt nichts weiter hinzu, glaube ich. Wüsste ich jedenfalls nicht, was ich da... Ich hatte ja immer überlegt, eine Achterbahn. Es wird übrigens keinen, habe ich schon mal erwähnt. Es wird keinen Park Express geben. Habe ich keinen Bock drauf. Park Express ist nicht so mein Ding. Wird es nicht geben, also deswegen wird es auch keine Station in der Main Street geben, die den seht ihr das Lichterproblem. Es sind halt echt viele Lichter, aber gut, ich finde das ist jetzt nicht so tragisch, tatsächlich. Nee, finde ich okay. Ja, Park Express wird es nicht geben, deshalb eben in der Main Street-Bereich kein Einstieg für den Park Express, das fällt weg. Ich hatte mir überlegt, über die Main Street so Schienen auch fahren zu lassen. Bin ich mir noch nicht so sicher, wie das aussieht und welche Bahn das dann wäre.
und ob die dann auch zum Mainsuite gehört. Das muss ich mir noch überlegen. Da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Aber das werden wir natürlich eruieren, ja, in den nächsten Folgen. Wir sind schon bei Folge 27, ne? Uiuiuiui. Was habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht? Ich weiß es nicht. Es ist halt auch echt viel Fizzelsarbeit. Gerade hier dieses Hotel. Das ist eine... Also ich hatte bei dieser Folge, muss ich wirklich mal sagen, nicht so viel Bock drauf. Irgendwie. Ich mag es irgendwie... Also ich habe das manchmal total gerne, Fassaden zu verkleiden. Aber irgendwie hatte ich jetzt keinen Bock, die Fassaden zu verkleiden. Ich hatte viel mehr Bock, jetzt irgendwie hier das Grün zu machen vor dem Hotel. Aber das habe ich hier noch nicht gemacht. Ich musste mich zwingen, jetzt erstmal das Hotel einigermaßen fertig zu bekommen. Sonst wird es halt nichts. Ich muss es ja machen. Ne? Es bleibt ja einem nichts anderes übrig, Leute. Das ist halt so. Es gibt immer Aufgaben, auf die man vielleicht nicht ganz so viel Bock hat. Übrigens gab es auch ein Performance-Problem. Da haben auch Rudi Rennkamel und Lady Signer auch schon drüber getwittert. Ich hatte es auch. Beziehungsweise glaube ich, dass ich es hatte. Denn als ich Fundybee gestartet habe, bevor der Patch kam, ich glaube, es kam nämlich noch mal ein Patch und seitdem geht es wieder ein bisschen besser, hatte ich hier eine Framerate-Zahl von 20. Und das ist für Fundybee-Verhältnisse schon sehr wenig gewesen. Und dementsprechend gehe ich mal davon aus, dasselbe Problem wie Lady Signer und auch Rudi Rennkamel hatte, dass irgendwas mit der FPS-Zahl oder mit der Performance halt nicht mehr stimmte. Aber ich glaube, die haben das gefixt, weil nach diesem Patch hatte ich dann wieder 50 FPS. Und das war dann wieder einigermaßen in Ordnung. Nur mal so, aus dem Nähkästchen eine Runde, ne? Ja, jetzt haben wir schon 14.25 Uhr. Jetzt bin ich dann, warte mal, wie lange geht das jetzt hier noch? 5 Minuten, dann bin ich kann ich es um 35 hochladen, dann ist das um 14:45 hochgeladen, dann muss es noch verarbeiten. Ja, so 3:30 wird es werden, denke ich. Eher 4 als 3:30. Ach Leute, da werden wahrscheinlich dann um 3 Uhr schon die ersten Kommentare kommen, unter andere Videos. Ey, wo ist Fundybee? Wo ist das Sandbox-Mode? Ja Leute, ich hatte echt wenig Zeit diese Woche, mega gutes Wetter, mega viel Arbeit, man möchte ja auch mal selber ein bisschen die Sonne genießen. Und da müsst ihr Verständnis für haben. Seid froh, dass die Folge überhaupt kommt. Sie stand auf der Kippe, muss ich sagen. Sie stand wirklich auf der Kippe. Aber ich habe mir gedacht, Leute, für euch ziehe ich das jetzt durch. Ich baue jetzt Fundybee. Ha! Ja? Anstatt in der Sonne zu brutzeln. Ja, Leute, muss halt mal sein, ne? Muss halt mal sein. Aber für euch mache ich das doch. Ihr seid mir doch so ein super Haufen hier, die Fundybees, ja, die ist ja toll. Übrigens hier auch wieder ein paar Sachen verzogen. Habe ich jetzt die Fenster an dem Turm sind ein bisschen verzogen und nicht gerade. aber okay. Übrigens habe ich, höre immer wieder Fragezeichen, während ich hier baue. Und ich habe mir eine Folge gehört, die ich irgendwie nicht kannte. Ich habe die bestimmt gehört, aber ich kann mich null dran erinnern. Es war der namenlose Gegner. Und in dieser Folge wird Bob kurzzeitig der beste Freund von Skinny Norris. Was ist da denn los gewesen? Ich habe ja echt gedacht, what the fuck? Was geht denn jetzt mit dieser Folge hier ab? Was ist denn bei den drei Fragezeichen los? Was stimmt denn bei den drei Fragezeichen nicht? Ja, habe ich mir gedacht. War sehr spannend. Eigentlich nicht. Eigentlich war die Folge so Mittelmaß. Aber war lustig. Ja. Da erinnere ich mich nämlich gerade dran, wo ich hier das nochmal sehe, was ich hier gerade baue. Und ihr seht es, es wird mal wieder ein Dach geben, muss es ja auch mal wieder. War ja lang nicht mehr und ich hatte mir gedacht, du hast ja oben diese Runddächer, hast du ja wieder weggemacht, das waren ja irgendwie 2000 Teile, das heißt, du hast ein paar Teile frei. Und die habe ich jetzt hier genutzt, um den Eingangsbereich schon mal anzufangen. Er ist noch nicht fertig gefilmt, da kommen noch Lichter hin. Und ein bisschen mehr Theming und dann sieht der hoffentlich auch einigermaßen schön aus. Der Eingangsbereich dieses unfassbar großen, schwierigen, aber vielleicht letztlich auch schönen Hotels. Ach, ich hoffe es. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es denn letztlich fertig aussehen wird. Und ob es sich irgendjemand da draußen, wenn ich es denn in den Workshop stelle, jemals ansehen und runterladen wird. Und ob dieses Hotel vielleicht sogar irgendwo in einem anderen Park dann mal zum Einsatz kommt. Man weiß es nicht. Ich weiß übrigens auch noch nicht, wie ich diese Zimmer place. Ne? Es gibt ja hier den Eingangsdings und dann muss man ja noch diese Zimmer placen. Ist das egal, wo ich die hinplace?
Oder wie verbinde ich die mit dem Eingang? Wie merkt der Eingang, dass da jetzt Zimmer sind? Ich muss das nochmal in den Tutorial angucken oder selber ausprobieren, wie das mit dem Hotel überhaupt funktioniert. Hier bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob das so bleibt mit diesen eckigen Säulen hier an diesem Eingang. Mir ist nichts Besseres eingefallen, als so zu machen, wie ich es jetzt hier mache. Und damit bin ich, glaube ich, noch nicht so 100%ig zufrieden. Aber mir fiel, wie gesagt, noch nichts Besseres ein. Deswegen sieht es momentan so aus. Aber da kommt vielleicht da drüber noch was. Das sieht dann, glaube ich, vielleicht dann was besser aus. Da kommen noch Lampen hin. Ja, damit kann man auf jeden Fall schon mal arbeiten mit dem Eingangsbereich. Ist jetzt übrigens auch nicht so ein typischer Hotelbereich, wo man dann mit dem Auto vorfährt oder so. Nee, es ist ja ein innerhalb des Parks Hotel. Hier fahren überhaupt keine Autos lang. So, wir sind im Realtime-Mode und sind mal, ich habe mal auf 16 Uhr gestellt, weil ich dieses Licht bei 16 Uhr noch nie hatte irgendwie. Ich bin immer, wenn ich baue, das Licht ist bei 12 Uhr und dann haben wir manchmal 23 Uhr. Wollt mal sehen, wie der Park aussieht, wenn es 16 Uhr nachmittags ist. Und das sehen wir jetzt hier, die Sonne ist gerade hinter dem Hotel und scheint hier so ein bisschen auf den Balkon mit dem Whirlpool. Und ja, so sieht es momentan aus und die Tür da oben gefällt mir noch nicht so ganz gut. Da muss ich mal gucken, ob ich die noch ein bisschen verschiebe. Und hier die Ecke muss halt noch komplett gemacht werden. Das werden wir dann in der nächsten Folge in die Hand nehmen. Und ja, 16 Uhr, Leute. So sieht 16 Uhr im Funnybee aus. Ich hätte gedacht, dass es noch heller ist tatsächlich. Aber vielleicht ist es Herbstzeit oder so. Man weiß es nicht genau. Ah, ja, das ist halt das Moment, der momentane Stand. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid das nächste Mal wieder mit von der Partie hier bei FunDB. Ich sage tschüss, macht es gut, habt ein sonniges Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao.